Wie ihr wisst, war diese Universität letzte Woche Dienstag besetzt. Wir haben uns ein Beispiel genommen an den Studierenden in den USA, die die US-Regierung und Universitäten für ihre Unterstützung des Genozids in Gaza anklagen. Nach den USA ist Deutschland der größte Waffenexporteur in Israel. Deutsche Waffen morden also mit in Gaza und genau jetzt morden deutsche Waffen mit in Rafah. Gegen diese Mitschuld des deutschen Staates wurden hier letzte Woche Zelte aufgestellt. Das Zeichen war klar. Das hier ist unsere Universität und wir werden nicht länger hinnehmen, dass unsere Universität sich mitschuldig macht an den furchtbaren Verbrechen Israels, indem sie sich hinter die deutsche Staatsräson stellt. Morden mit in aller Welt. Deutsche Waffen, deutsches Geld. Morden mit in aller Welt. Deutsche. Kaum waren die Zelte da, kam schon die Antwort der Uni. 10 Minuten reichten und schon rief Präsident Ziegler die Polizei, um das Camp zu räumen. Angeblich ging es dem Präsidium um den Schutz der Studierenden und um Dialog. Das ist wirklich das Lächerlichste, was ich seit langem gehört habe. Schutz der Studierenden, indem man Pfefferspray und Schmerzgriffe gegen sie einsetzt. Dialog in Form von 200 Schaften der Polizei. Das Präsidium der FU ist eine Schande und eine Riesengefahr für alle Angehörigen dieser Universität. Ich bin aber stolz auf uns, auf meine Kommilitoninnen, die letzte Woche Dienstag hier waren und heute wieder hier sind. Wir haben die kämpferische Tradition dieser Uni wieder zurückgeholt. Zahlreiche Studierende in verschiedenen Städten deutschlandweit haben sich ein Beispiel an uns genommen und Protestcamps an ihren Unis errichtet. In München und Münster stehen die Camps immer noch, trotz massiver Versuche von Unileitung und Staat, sie zu verbieten. Wir als Studierende stehen aktuell an der Spitze einer weltweiten Antikriegsbewegung. Die Unis und die Polizei setzen auf die schärfste Repression seit Jahrzehnten, weil sie sehen, wie sich die mächtigste Studierendenbewegung seit Jahrzehnten formiert. Die Repression an der Uni ist aber nicht vom Himmel gefallen. Es ist nicht allein Günther Ziegler, der die Eskalation vorantreibt. Seit Monaten und Jahren nimmt die Rechte in Deutschland an Fahrt auf. Die Bundesregierung will uns kriegstüchtig machen, endlich massenhaft abschieben und die Polizei stärken. Wir sehen eine Aufrüstung der Bundeswehr, mehr Waffenexporte und wieder deutsche Kriegseinsätze, wie zuletzt im Roten Meer. Wir sehen einen Ausbau der Polizei, Abschiebeoffensiven und massive Einschränkung demokratischer Rechte im Innern. Der neueste Ausdruck davon ist, dass in Berlin mit der Wiedereinführung des Ordnungsrechts Exmatrikulationen von Studierenden wieder möglich gemacht werden sollen. Auch das ursprünglich ein Vorschlag der Berliner AfD. CDU und SPD haben ihn dankend angenommen und zu ihrem eigenen Projekt gemacht. Und mit ihrem Vorgehen gegen protestierende Studierende macht sich auch die Unileitung zum Teil des Rechtsrucks. Immer lauter werden die Forderungen nach einer dauerhaften Polizeipräsenz auf dem Campus. Wer sich gegen die genozidale und militaristische Politik des deutschen Staates richtet, soll zum Schweigen gebracht werden. Aber wir werden nicht schweigen. Wir sagen, runter mit der Polizei vom Campus. Ziehen Sie alle Anzeigen zurück, die im Zusammenhang mit den Protestcamps letzte Woche und mit der Hörsaalbesetzung im Dezember erhoben wurden, Herr Ziegler. Und ebenso alle Abmahnungen gegen die Kolleginnen von Verdi. Keine Forschung an Rüstungsgütern und für eine demokratisch kontrollierte Zivilklausel an der FU. Wir werden weiter kämpfen gegen den Genozid und gegen den rechten Autoritarismus in der Gesellschaft und an der Uni. Und zwar gemeinsam, als Studierende und Beschäftigte. In den USA haben wir gesehen, wie sich Beschäftigte vor die Studierenden gestellt haben, in Versammlungen beschlossen, ihre Forderungen zu unterstützen.
und auch Streiks gegen die Repression der Polizei organisieren. Daher sind wir auch sehr dankbar über den offenen Brief der Berliner Lehrenden und auch, dass heute einige Dozierende hierher gekommen sind. Wir erleben eine massive Hetze in den Medien und aus der Politik. Seit Monaten ununterbrochen. Aber lasst uns vor dieser Repression nicht einknicken. Wir werden öffentlich angegriffen und müssen uns öffentlich verteidigen. Und dabei müssen wir möglichst viele sein. Sie wollen uns vereinzeln und verschrecken, doch wir stehen gemeinsam hier. Auch Verdi und die GEW haben sich richtigerweise gegen die Diffamierung der Lehrenden gestellt und den Polizeieinsatz kritisiert. Ich fordere als Gewerkschaftsmitglied Verdi und auch die GEW auf, Versammlungen und auch Mobilisierungen zu organisieren, sowohl gegen die Repression wie auch in Solidarität mit Palästina. Wir müssen aktiv werden in den Gewerkschaften, denn der Kampf gegen Repression muss auch zusammengehen mit einem Kampf gegen die Arbeitsverhältnisse von Beschäftigten an der Uni. Vielen Lehrenden droht, wenn sie den Genozid in Gaza thematisieren, dass ihr Vertrag nicht verlängert wird. Wir wissen von vielen Dozierenden und ForscherInnen, die deswegen heute nicht hier sind. Und seit Jahren wird kritische Wissenschaft kaputt gespart und aus dem Vorlesungsverzeichnis gedrängt. Auch das soll dazu beitragen, die Unis unter Kontrolle und auf Linie zu bringen. Die Beschäftigten der Universitäten sorgen tagtäglich dafür, dass der Universitätsbetrieb funktioniert. Sie leiten nicht nur die Seminare und Vorlesungen, sie sorgen auch dafür, dass die Technik funktioniert, dass die Räume frisch gereinigt sind und dass es hier Essen gibt. Dadurch haben die Universitätsbeschäftigten aber auch die Macht, den Betrieb der Universität zum Stillstand zu bringen, durch das Bestreiken der Uni. Es gibt kein stärkeres Mittel als den Streik der Beschäftigten, zusammen mit den Studierenden, um die Uni lahmzulegen. Ich wette, Günther Ziegler würde kein Auge mehr zukriegen, wenn so ein Streik vor der Tür stünde. Und genau das wollen wir. Um den Kampf gegen die Einschränkung unserer demokratischen Rechte zu gewinnen, brauchen wir tausende Kommilitoninnen und Kolleginnen. Wir brauchen Vollversammlungen, wo alle Studierenden zusammenkommen können. Lasst uns dort gemeinsam diskutieren, wie wir uns gegen die Repression zur Wehr setzen und wie die Solidarität mit Palästina an den Unis erfolgreich sein kann. Auf einer Vollversammlung können wir selbst entscheiden, für welche Forderungen und mit welchen Mitteln wir kämpfen wollen. Die Räumung war ein Versuch des Präsidiums zu verhindern, dass sich politischer Protest unter Beschäftigten und Studierenden ausweitet. Eine Vollversammlung wäre die beste Antwort darauf, denn sie zeigt, wir lassen uns nicht mundtot machen, wir werden die Uni weiter politisieren. Sie bietet auch einen Ausblick darauf, wie eine tatsächliche freie Universität aussehen könnte. Unter demokratischer Kontrolle aller Universitätsmitglieder statt eines elitären Präsidiums, das unliebsam gewordene Studierende von der Polizei verprügeln lässt. Eine Universität im Dienste der Studierenden und der Beschäftigten und unter Kontrolle der Studierenden und Beschäftigten. Für eine freie Wissenschaft und Lehre ohne Abhängigkeit, materielle Not und Zensur. Für eine Wissenschaft und Lehre, die wirklich kritisch sein kann und zur Emanzipation der Gesellschaft beiträgt. Wir sind hier heute viele, aber lasst uns noch viel mehr werden. Lasst uns eine Studierendenbewegung aufbauen, wie wir sie in den USA oder in Frankreich sehen. Wir sind vielleicht ein paar hundert, aber lasst uns Tausende werden. Für eine wirklich freie Universität und für ein freies Palästina. Danke.